herzlich willkommen zurück zu Yodelly aus Minecraft. Hallo, 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 hallo. Ach, hatte ich die letzten Tage schön Spaß mit denen. Ich habe mich immer mal wieder AFK in die Mobfalle gestellt und drauf rumgehauen und ganz viel XP bekommen. Und sie funktioniert auf jeden Fall gut. Ich habe schon viel Rottenfleisch weggeschmissen, damit Steve spawnt. Das hat auch funktioniert wenigstens. Wir werden jedenfalls einen großen Vorrat an Fleisch haben und der wird uns auch so schnell nicht ausgehen. Erstmal mal dafür sorgen, dass die Viecher sterben. Und dann machen wir das erstmal hier zu. Wir müssen hier ein bisschen umbauen. Ihr habt mir in den Kommentaren geschrieben, was ich falsch gemacht habe. Und zwar müssen diese blöden Trichter per Shift-Klick an die Kiste connected werden. Das kann ich ja nicht ahnen. Woher soll ich das wissen? So was weiß ich doch nicht. Das ist... Was soll ich das denn? Weiß ich? Das verstehe ich nicht. Nee, das kann ich nicht. Das will ich nicht. Das weiß ich nicht. Das ist halt... Nee, das ist so nicht. Warte, dann machen wir das hier so. Und so, dann komme ich noch an die Kiste ran. Dann kann ich da... Ja, dann, Moment, dann machen wir das so. Dann machen wir das hier oben zu. Und da drüben kommt eine Fackel dran. Und dann können wir hier auch wieder aufmachen. So, dass wir gucken können, ob die Zombies da dran fallen, wie sie sollen. Blub. Ja, da können wir locker hin jetzt. Können wir draufhauen. Die XP müssten zu uns kommen ohne Probleme. So. Sehr gut. Wollen wir so machen, sterben sie und dann landet alles in der Truhe. Das ist schon mal in der Truhe gelandet. Da können wir jetzt auf jeden Fall mal den Krempel hier noch reinpacken. Eisen haben wir auch gedroppt bekommen, das ist eine tolle Bilanz. Und Leather Boots und Leather Cap. Nice. Sehr schön. Und wir sind am Verhungern. Das ist großartig. In der heutigen Folge habe ich vor, zu bauen um unsere kleine Häuschen. Denn ich möchte einen Kommandoblock dort reinlegen, damit wir aufhören uns zu verlaufen. Haben wir ja überall jetzt schon einen Kommandoblock hin. Dann können wir uns da auch einen Kommandoblock hinlegen. Weil wir können die Wüste nicht mehr sehen. Habe ich beschlossen. Ich möchte die Wüste nicht mehr sehen. Nee, ich möchte die Wüste nicht den ganzen... Nee. Wir haben jetzt alle ordnungsgemäß. Vorhin haben wir ein Hühnchen hier gehört. Diese Wüste, es reicht mir mit der Wüste. Es ist in Ordnung. Es ist... Alles gut. Es klappt alles wunderbar. Können wir abhauen. Es ist in Ordnung. Wir bauen hier noch ein andermal hübsch um. Hauptsache, sie funktioniert jetzt erstmal. Ja, also wir haben erstmal die Hütte da draußen. Wir brauchen Materialien. Um Materialien zu haben, brauchen wir Platz im Inventar und müssen abbauen können. Und dann können wir auch genauso gut diese Hütte hier umbauen. Uns hier noch einen Kommandoblock reinlegen und das alles organisieren. Haben wir Kommentare? Ich habe mir Kommentare rausgesucht. War nicht so einfach. In der letzten Folge stand hauptsächlich die ganze Zeit von jeder Person komplett identisch geschrieben, dass ich Shift drücken muss, um den Trichter in die Truhe zu packen. 100 Mal. Ich hab's verstanden. Ich weiß. Ich weiß. Ich hab's verstanden. Wirklich. Doch, echt, ganz ehrlich. Was haben wir hier? Gerda Jörd. Gerda will Mobfarmen nachbauen. Gerda ist Honeyball-Fan. Gerda will Mobfarm nachbauen. Gerda ist Honeyball-Fan. Gerda. Gerda. Okay, okay. Daumen hoch, finde ich gut. Gefällt mir. Ist alles super. Da komme ich mit klar. Das ist. Alles okay? I approve this. Warum? So. Warum? Die Mobfarm. Ich weiß gar nicht, woher die ursprünglich kommt. Ich habe eine ganz tolle Blaupause davon gefunden bei der XP-Farm. Ein Bild, das einem erklärt, wie man die bauen kann. Das hätte ich mal gebraucht. Aber naja. Könnt ihr googeln. Ist nicht sonderlich schwierig. Ist fast identisch da, wie ich sie gebaut habe. Nur, dass ich meinen Wasserfluss irgendwie ein bisschen umständlicher jetzt optimiert habe. Aber den, ich fand den sehr schön. Ich fand es sehr gut, wie McKinney mir das vorgeschlagen hat. Was wollte ich jetzt tun? Ich wollte es, ich brauche es. Brauche ich eine Axt? Oh, eine Axt. Brauche ich Birkenholz? Hier Dingensholz brauche ich auch. Ich will einen Keller bauen. Hat er mir im Vorfeld überlegt, was wir hier machen können, aber ich will einen Keller bauen. Was meint er? Keller? Keller? Kenta, Keller. Dann machen wir das jetzt erstmal so sauber wie nur möglich hier auf. Halt hatten wir hier nicht. Genau, dann nehmen wir hier nämlich auch Treppen dafür. Alles ganz super. Ich finde es immer wieder süß, wenn ihr mir erklärt, was ich dann so in Minecraft alles falsch mache. Dass ihr so hoch so viel Geduld mit mir habt.
Ist doch ganz schön anstrengend manchmal, oder? Aber woher sollte ich das denn auch wissen? Sag mir doch mal einer, woher sollte ich wissen, dass ich da hätte... Wer drückt denn da reflexartig Shift, wenn es nicht klappt? Da denkt man, man setzt es neben und es connectet einfach. Weil sonst connectet jeder Kacke in dem Spiel, connectet einfach, ohne dass man drüber nachdenken muss. Komm, wir hauen jetzt das hier auch weg, dann machen wir den Raum alles ein bisschen kleiner hier. Jeder Kacke in dem Spiel connectet ohne Probleme, weißt du? Und das dann nicht. Weil Gründe. Ja, das ist doof. So ist gut. Warte. Sei doch nicht immer so ungeduldig. Hm? Guck. Ja, siehste. Eile mit Weile. Dann machen wir dann nämlich hier unten einen Keller draus. Ich weiß noch nicht, wie weit wir da gehen können. Das Haus ist ja nicht so groß, aber wir werden sehen. Also bis hierhin auf jeden Fall. Bis hierhin auch. Es klappt. Hier wäre die Tür gewesen mal. Mach das erstmal alles weg. Dann machen wir das hier zu. Call me the Joker. Call me the Fool. Klappt. Okay. Das muss hier auf jeden Fall zu sein. Bisschen nach hier kommen wir wahrscheinlich auch noch. Hier haben wir dann schon... Nee, auch nicht. Dann können wir das... Das ist super. Hoffe zumindest, dass das jetzt so klappt, wie ich mir das vorstelle. Haben wir nämlich hier... Er müsste jetzt hier noch nicht... Genau, nicht offen sein, aber da drüben, die müsste schon offen sein, die Wand. Das ist nicht genügend Dings. Wir müssen noch mal... Oh. Ups. Das wollte ich nicht. Wollte das aufmachen. Wir müssen noch mal raus Holz holen. Erstmal kurz schlafen. Keine Ahnung, wo ich jetzt spawnen werde. Oh, ganz normal, gut. Dann holen wir jetzt noch schnell Holz. Ja, Kartoffeln müssen wir uns eigentlich auch machen. Ein bisschen hungern ist... Bisschen Hunger... Verdammt, wir brauchen was zu essen. Hatten wir hier nicht noch ein bisschen was drin? Mensch. Jammer ich. Da habe ich jetzt gerade keinen Platz im Inventar für. Ich habe überhaupt keinen Platz im Inventar. Das ist ein ganz gutes Stichpunktchen. Hier. So jetzt aber. Dann holen wir uns nämlich noch ein bisschen Tropenholz und bauen den Keller da unten aus. Ne? Dann haben wir nämlich auch unser Haus vor dem Tempel aufgebaut. Wobei, ich werde den oberen Teil wahrscheinlich komplett abreißen und was Tempeladäquates dazu machen. Aber ich will halt den Keller erstmal ausbauen. Weil das passt ja jetzt eher weniger zum... Muss ich so einen großen Baum nehmen? War eigentlich albern. Was ist... Hä? Was habe ich denn mit den Kobbels gemacht? Haben wir nicht einen kleinen Fällen? Hier ist doch ein kleiner. Komm. Becher, so. Jawohl. Klappt doof. Oh, das war alles? Okay. Das reicht. Weil wir haben hier so einen geilen Wüstentempel und dann davor so ein Haus aus Holz. Ich finde so Holzkeller und so ist alles gar nicht übel, aber oben, das würde ich dann doch alles... Oh, es ist jetzt Tag, wir können das machen, wir reißen das jetzt ab hier. Würde ich das doch alles lieber anders gestalten. Das war halt auch passend zum Tempel. Wir könnten natürlich auch, statt dass wir das hier reinbauen, in den Tempel uns bauen. Aber da sind die Zombies, das ist so laut dann. Da machen wir uns lieber ein Tempeldomizil hier vor. Was Kleines. Jetzt erst vielleicht so eine Pyramidchen, irgendwas Kleines, aber da sind wir dann wieder recht lange mit beschäftigt. Sollte jetzt nichts so Aufwendiges werden. Einfach nur das mit Sandstein ersetzen. No. Kennt ihr das, wenn ihr euch in Minecraft anfangen zu verzetteln? Ach ja, schön. Ich freue mich ja drauf. Ich spiele ja momentan auf 4 Server, wenn man es genau betrachtet. Also, Zombie hat mir Zugang zum Server von vom Serverprojekt von Ungespielt und Co. gegeben, zum Minecraft Leben. Da muss ich mich jetzt die Tage noch drum kümmern.
dass ich mal mich dort umgucke. Wo kann ich bauen? Wie kann ich bauen? Mein Rumgedörper am Anfang, komplett orientierungslos, werde ich natürlich auch aufnehmen, damit ihr euren Spaß habt. Soll heißen, auf dem Server baue ich dann schon mal. Ja, gut. Das wird richtig aufregend. Ich als Kackbuhn bin auf einem Minecraft-Server, der auch noch auf recht schwierig steht. Und wo die Ressourcen recht schwierig zu kriegen sind, aber wird alles. Kriegen wir hin. Dann unser Gilden-Server, an dem wir momentan schwer am Arbeiten sind, damit er endlich public gehen kann. Dann unser Twitch-Server, ja, bei dem wir momentan auch noch immer am Rudern sind. Wie machen wir es richtig? Wie machen wir es den Leuten recht? Und so weiter und so fort. Inklusive Zankereien unter den Administratoren bzw. Moderatoren, was auch sehr amüsant ist. Und ja, hier mein Daily-Dose Minecraft-Server noch. Also ich habe Minecraft satt momentan. Also nicht satt, sondern also nicht in Form von, ich kann es nicht mehr sehen, sondern ich habe sehr viel Minecraft. Sehr viel Minecraft-Aktivität. Was ja nicht unbedingt negativ ist. Mach das ja gerne. Ne? Bin ich aber überlegen, ob ich halt zwangsweise noch quasi eine zweite Staffel machen muss. Also halt neben der Daily Dose Minecraft noch irgendwas bringen sollte. Oder ich will halt, ich glaube, ich werde Minecraft Leben nicht in die Daily Dose Minecraft mit einbeziehen. Sondern das als Extra-Projekt laufen lassen. Weiß nicht, es wäre... Ich weiß nicht, wie ihr das sehen wollt. Ich meine, wir könnten so eine Art Doppel-Daily-Dose machen oder so. Das wäre halt eine Möglichkeit. Ansonsten würde ich halt sagen... Daily-Dose Minecraft. Und dann halt noch Minecraft-Leben. Huch, das habe ich mich verbaut. Machen wir das hier noch so ein bisschen tempelig. Damit es wenigstens so ein bisschen dazu passt, ja. Stehen sie. Unglaublich, oder? Ja. Oh, was aber auch. Was war da denn los? So, und jetzt habe ich nicht mehr genügend Sandstein, ne? Ist das so? Ein bisschen Sand habe ich noch, aber nicht mehr genügend Sandstein. Muss ja auch das Dach wieder dicht machen. Die Säulen sollen ja auch gut aussehen. Ich gerne mit halbem Sandstein arbeiten. Das heißt, wir brauchen sehr viel Sand. Oh, weh. Hier noch was zum Aufsammeln? Ja, jede Menge. Wir müssen das Ganze noch ein nach außen ziehen. Definitiv muss das Ganze noch ein nach außen, sonst ist es asymmetrisch. Und ihr wisst, ich und Asymmetrie. Nee. Niemals. Nein, 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 nein. Aber das ist erstmal hier so ein bisschen provisorisch. Dann bestücke ich jetzt hier die Wand auch schon mal mit dem Holz. Es reicht so, wie es ist. Huch. Das ist auch alles dick genug. Ich meine, ich kann ja hier ohne Ende Sand buddeln. So ist ja nicht. Dessen bin ich mir vollkommen bewusst. Zack, 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 zack. Ja, passt. Ja, hier habe ich jetzt gerade auch keinen Sandstein mehr fürs. Tut mir leid. Machen wir es hier ein bisschen hell. Dann haben wir halt unseren. Das müsste dann hier auch noch nach oben. Das war nicht die Axt, Honey. Ich weiß. Das müssen wir auch anders machen. Sekunde. So. Nehme ich hier so eine Säule rein. Bam, bam, badam, badam, bam, 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 badam. Bam, bam, badam, 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 badam. Sandfarmen. Wir haben eine Wüste in der Nähe, aber unser Inventar ist nicht, sagen wir mal, gut genug damit belegt. Hier müssen wir den Eingang machen. Musst du erstmal weg da.
versuchen wir mal. Oh Gott, wir müssen noch die Kisten dann sortieren, ne? Oi, ich hasse Kisten sortieren. Na, dann machen wir uns mal auf zur Wüste. Und buddeln ein wenig. Das wird lustig. Und hier spawnen trotzdem fröhliche Mutterweiter-Zombies, auch wenn ich mich weit aus ihrem Spawn-Radius rausbewege. Könnte, wenn ich mal die Falle vergesse umzuschalten, zu einem Problem werden. Aber auch nur, wenn ich mich natürlich in der unmittelbaren Umgebung davon aufbewahre. Genau, ich bewahre mich auf in der unmittelbaren Umgebung, ist klar. Nein, wenn ich mich in der unmittelbaren Umgebung befinde. So. Was wollte ich sagen? Hallo, Mr. Endermann. Was machen Sie denn hier? Dann gehen wir jetzt ein bisschen Sandfarmen, würde ich vorschlagen. Habt ihr ein Thema zum Sandfarmen? Was meint ihr? Irgendwas Bestimmtes? Da ist was verbrannt. Irgendwas Neues? Irgendwas Hippes aus der YouTube-Welt, über das ich mal reden soll? Geschehnisse, die aktuell so passieren? Ich hätte mal gerne was Aktuelles, wieder ein aktuelles Thema in der Welt, was euch vielleicht interessiert. Vielleicht was auch mit unseren Medien zu tun hat. Dinge, die passiert sind, die gesagt worden sind. Dinge, die euch interessieren, ärgern, stören. Was weiß ich nicht was. Also, ich habe da immer gerne ein offenes Ohr für und versuche zu helfen, meinen Horizont zu erweitern, ja. Ich würde auch gerne über das Thema Selbstreflexion nochmal deutlicher reden und Tipps geben, wie man schon in jungen Jahren da sehr erfolgreich mit sein kann, um sich schon frühzeitig so weiterzuentwickeln, dass man im Leben schneller an dem Punkt ankommt, dass man denkt, boah, ja, mein Verständnis für die Umwelt ist doch schon mal ganz gut, da ecke ich nicht an. Ich meine, ich ecke auch gerne an, so ist ja nicht. Eben weil ich halt ganz deutlich gerne sage, was ich denke und dann auch kein Blatt vor den Mund nehme. Aber ich lasse mir da auch gerne alles Mögliche sagen. So ist es ja nicht. Da habe ich kein Problem mit. Ich lasse mir nur nicht gerne bei YouTube und Co. reinreden. Weil das ist mein Reich. Mein Rückzugsort. Und meine Kanäle führe und halte ich so, wie ich es für richtig halte. Ach, wie naiv war man noch, als man YouTube angefangen hatte. Also ich bin ja schon sehr lange auf YouTube. Ich hatte ja vor Hannibal Cookie schon mal einen Kanal. Ich hatte auch schon mal einen englischen Kanal. Da konnte ich allerdings das mit dem Englischen... Ich war der englischen Sprache, sagen wir mal, mächtiger. Ja, man kann das verlernen anscheinend. Habe ich jedenfalls. Ich habe mein Sprachgefühl da sehr verloren. Aber ansonsten, also mein ganz alter Kanal, ach Gott, was wir da alles gemacht haben, mein ganz, ganz alter YouTube-Kanal, ach du liebes Bisschen, was für völlig verrückte, durchgeknallte YouTube-Videos wir hochgeladen haben, hat kein Schwein geguckt, aber wir fanden sie einfach lustig. Ach Gott, und quasi auch schon Gameplay-Videos, die ersten, abgefilmt und ins Internet gestellt, um Freunden zu zeigen, hey, hier, du willst an das Secret da, so kommst du an das Secret ran. Gott, VHS-Kassetten ausgetauscht oder das auf... Video aufgenommen, um sich selber nochmal anzugucken, wie man bei Banjo-Kazooie die Echse geklatscht hat. Man ja nie vergisst, wie episch dieser Moment war. Ach, herrlich, 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 herrlich. Deswegen war dieses Phänomen Let's Plays für mich auch nicht so was Neues. Deswegen wollte ich das auch machen, weil ich habe das halt schon, da war ich noch klein, da habe ich das quasi schon gemacht. Das fand ich immer sehr spannend und aufregend. Ich arbeite prinzipiell ja gerne mit meiner Stimme, ne? Also wenn ihr so Themen so auch gerade so in die Richtung Let's Plays und Community habt und Probleme und Fragen und Kontroversen und sowas. Raus damit gibt's her. Das ist immer ganz spannend. Ich meine, wir werden auch Themen brauchen, wenn wir auf dem Minecraft-Lebensserver spielen. Neben ich werde sterben. Das ist wahrscheinlich unser Hauptthema. Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Bisschen mehr Sand noch. Ne? Haut's in die Kommentare. Ich hau's dann in die Daily Dose. Ich hau's dann wieder raus. Übrigens. Morgen kommt meine neue Webcam an. Also da muss ich nicht mehr mein Sprachdelay zur Webcam anpassen und bla und blub. Dann wird die wird hoffentlich heller sein, keinen Delay haben und oh, es wäre so toll. Ich würde mich so freuen. Ich würde mich so freuen. Ich bin gespannt. Wenn die auch Mist ist, gebe ich die aber wieder zurück. Also das ist so. Da sind schon die ersten Viecher gespawnt. Ich würde sagen, wir gehen mal langsam zurück, beziehungsweise ich logge mich hier aus. Vielleicht habe ich ja Glück und ich logge mich dann wieder ein, wenn es Tag ist. Ja, also Haus und Bauen. Bisschen was Pyramidenpassendes dazu machen. Vielleicht machen wir einen Turm draus und auf der anderen Seite noch einen Turm. Es sind so zwei große Türme vor der Pyramide, vor dem Tempel stehen. Das wäre ganz cool. Ja, würde ich sagen, ist vielleicht eine ganz gute Idee. Kommandoblock reinsetzen, um uns endlich einen Portpunkt zu verschaffen. Und dann, ja, müssen wir mal schauen, ne? Wie gesagt, Themen immer gerne gesehen. Und dann bauen wir im Tempel ein bisschen hübsch um.
so dass der Tempel halt geil aussieht. Ja, da werden wir wahrscheinlich den Eingang ein bisschen tiefer verlegen und so. Dass der Tempel richtig nice ist. So, so richtig schönen Ort haben, an dem wir Spaß haben können. Das nächste. Bis zum nächsten Mal.